herzlich willkommen, heute ausnahmsweise aus Stuttgart. Hinter mir befindet sich die Messe, wo zum allerersten Mal die Quantum Effects Convention stattfindet. Eine Messe, wo es um die neuesten Quantentechnologien geht und sich Vertreter aus Industrie und Wissenschaft austauschen. Vor Ort ist auch Alexandra Beckstein, die mit Kai Ventures einen Fonds leitet, der Quantenökosysteme verbindet mit Risikokapital, Start-up-Beschleunigung, Quanten-Hardware und vor allem an einem physischen Standort bei Uptown Basel. Ich gehe sie jetzt suchen und begleite sie ein bisschen durch ihren Messealltag. Kommt mal mit, mal schauen, ob ich sie finde. Ja, und da finde ich sie auch gerade, Alexandra, eine vielgefragte und viel beschäftigte Frau hier an der Quantum Effects. Du hast gestern hier schon einen Vortrag gehalten. Heute hast du nachher gerade noch ein Panel. Wie hast du so die letzten Stunden, den letzten Tag hier bei dieser Messe erlebt? Wie ist die Stimmung? Ich muss sagen, die Stimmung ist sehr gut. Es ist jetzt das erste Mal, dass die Quantum-Messe auch in Stuttgart stattfindet oder dass es in Stuttgart eine Quantum-Messe gibt. Ich bin überrascht von der Qualität, von den eingeladenen Speakern, von der Organisation. Finde ich super. Ich finde, es ist sehr wichtig, das Thema aufzunehmen. Ich höre um mich herum, ja, es ist schon wieder eine Quantum-Messe. Wir wissen gar nicht mehr, auf welche Messe wir noch gehen sollen. Der Terminkalender ist voll. Aber man sieht, die Leute sind auch alle hier. Es ist noch eine sehr kleine Community. Und ich freue mich sehr, dass wir uns doch regelmäßig immer wiedersehen und jetzt eben auch in Stuttgart. Ich weiss, in ein paar Minuten geht es für dich schon los auf die Bühne mit einem Panel, wo der Titel trägt European Deep Tech Innovation, nur eine Illusion. Was ist dein Standpunkt, den du da möchtest klar machen und was erwartest du vom Panel, das jetzt denn gleich losgeht? Ja gut, Deep Tech Europe ist natürlich immer die Frage, sind wir so gut wie die Amerikaner, sind wir so gut finanziert, sind wir so gut organisiert, und mein Standpunkt ist eigentlich, dass wir es sehen werden. Also es gibt jetzt einige europäische Initiativen, die uns zeigen werden, wie gut Deep Tech in Europa positioniert ist. Der Europäische Chip Act ist jetzt aktiv geworden im September, glaube ich. Es gibt jetzt auch einen Deep Tech Fund, der gelauncht wurde für Europa, und wir werden jetzt sehen, wie gut wir konkurrenzieren können mit den USA. Mein Standpunkt ist, wir sollten es angehen. Wir müssen stark werden, wir müssen gut finanziert werden, wir müssen aber auch die Industrie dazu bringen, mutig zu sein, Deep Tech zu nutzen, die Innovationen mitzugehen, auch mal Fehler zu machen. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Panelists und auf den Austausch. Ich weiß, du hast ein super straffes Programm heute. Wegen dem vielleicht nach dem Panel noch ein weiteres Gespräch. Bei einem Getränk, was darf ich dir mitbringen nach dem Panel? Sehr gerne immer Kaffee. Übrigens habe ich gestern meinen ersten Quantum Circuit programmiert und einen Kaffee dafür bekommen. Also nicht als Preis, sondern ich habe programmiert, dass ich einen Kaffee bekomme. Das also sehr, sehr spannend. Also dann geht es auf jeden Fall ein Kaffee und ich lasse dich rennen, Alexandra. Sehr ganz gerne. Viel Spaß beim Panel. Danke dir. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal einen Kaffee rauslassen. Alexandra, da, es hat wunderbar funktioniert, hervorragend, frisch quantentechnologisch programmierter Kaffee, wo du dir natürlich auch verdient hast nach dem grandiosen Panel. Es geht ums Netzwerk, sowohl auf der Bühne, wo du mit den Menschen dich austauscht hast, aber natürlich auch auf der Messe. Du kommst kaum einen Schritt weiter. Es findet ein unglaublicher Austausch statt. Wie empfindest du das Netzwerk hier mit all den Experten aus dem Quantenbereich? Wahnsinnig gut. Ich habe gestern schon gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass ich kaum was von dem wertvollen Programm mitbekomme. Ich bin immer gerne auf Messen, auch um mich weiterzubilden, um zu hören, was geht in den Universitäten, was geht in der Wirtschaft, wer macht was, was gibt es für neue Firmen, was gibt es für neue Startups. Aber natürlich genauso wichtig ist es, die Leute im 1-zu-1-Gespräch kennenzulernen, neue Startups vor allem kennenzulernen, für uns sehr wichtig, auch im Gespräch kennenzulernen, wo geht die Technologie hin. Das heißt, für mich ist eine unglaublich wertvolle Veranstaltung. Ich könnte 5 Tage hier bleiben, bis ich mit jedem gesprochen habe. Natürlich verpasst man immer was, aber nichtsdestotrotz ist es für uns wichtig, auf diesen Veranstaltungen zu sein. Ja, und die Leute sind auch unglaublich froh und glücklich, dass sie dich treffen dürfen. Du bist vom Bilanzwirtschaftsmagazin ausgezeichnet worden zu einer der 100
Digital Shapers von der Schweiz. Unglaubliche Auszeichnung eigentlich, die vielleicht auch für deine Arbeit und für dich sehr fördernd ist. Was bedeutet dir die Auszeichnung? Wird sie dir vielleicht auch wiedergespiegelt, wenn du mit anderen Leuten dich austauschst in diesem Bereich? Und hättest du das gedacht vor 5 Jahren? Ja gut, vor 5 Jahren hätte ich es sicherlich nicht gedacht. Vielleicht kann man auch deswegen sagen, dass ich schon ein bisschen stolz bin darauf. Alles, was wir jetzt hier machen in dem Bereich Quantum, ist neu. Für uns ist Quantum neu, für uns ist dieses Investment in Startups, um ein Ökosystem aufzubauen, auch neu. Im Bereich Quantum ist es sehr speziell, es ist nicht wie jedes andere Startup-Ökosystem. Und deswegen bin ich sehr glücklich über die Auszeichnung, vor allem, weil wir sehr viel Sichtbarkeit im Ausland erlangt haben dadurch. Ich wurde sehr viel darauf angesprochen. Es hilft uns natürlich auch jetzt, Firmenpartnerschaften aufzubauen, andere. Es hilft uns natürlich auch, das Interesse anderer Fonds auf uns zu lenken, von Startups auf uns zu lenken. Deswegen muss ich schon sagen, sehr schön, dass das so passiert ist. Deine Position bei Kai Ventures beinhaltet natürlich aber auch ziemlich viel Verantwortung, also viel finanzielle Verantwortung, vielleicht auch ein Weg, der die Zukunft mitprägen kann. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Ist das etwas, das dich antreibt oder amix auch dir ein bisschen Angst machen? Sehr schöne Frage. Ich werde immer wieder gefragt, schläfst du noch ruhig nachts? Ich muss sagen, ich schlafe sehr ruhig. Ich wache auch jeden Morgen auf und denke, super, es geht weiter. Also ich bin absolut überzeugt von dem, was wir tun. Und es ist eine große Verantwortung, aber ich habe natürlich auch viel Verantwortung in dem Sinne abgegeben, dass ich ein super Team um mich herum habe, weiterhin ein super Team aufbauen werde. Und ich sehe mich überhaupt nicht als Einzelkämpfer. Deswegen denke ich, die Verantwortung muss jemand tragen, man muss auch das Risiko tragen. Ich nehme das gerne und ich bin überhaupt nicht gestresst davon, sondern mehr angetrieben. Das merkt man auch richtig. Ich denke, als USP von Kai Ventures gilt ja, dass man ein Quantenökosystem aufbaut, kombiniert mit Risikokapital, Startup-Beschleunigung und Quanten-Hardware plus an einem physischen Standort. Was für eine Rolle spielt das Uptown Basel-Projekt und vielleicht auch die Visionen von Hans-Jörg Fankhauser mit ein in den Erfolg von deiner Arbeit und von Kai Ventures? Gut, für uns natürlich, wir sehen uns, oder? Das Universum dreht sich um Kai Ventures, aber wir sind uns natürlich sehr bewusst, dass wir ein kleiner Teil sind von einem viel, viel größeren Projekt, von einer viel größeren Vision. Und auf was ich gespannt bin, ist am Ende, wie sich alles zusammenfügt. Also wir bauen ja innerhalb von einem Campus für Industrie 4.0 auf. Quantumtechnologie ist eine Technologie, die Wirtschaft verändern wird, aber es gibt noch so viele weitere Technologien, die auch ineinander einspielen. Cyber Security zum Beispiel, aber auch Dinge wie Biotech, diese ganze Deep Tech Branche, die wird auch von Quantum profitieren und darauf bin ich sehr, sehr gespannt und der USP ist Uptown Basel für uns. Jetzt bist du so kometenhaft eigentlich aufgestiegen in der ganzen Quantenwelt. Was sind denn die Erfolgsgeheimnisse von der Alexandra Beckstein? Erfolgsgeheimnis ist gut. Ich freue mich, wenn es als Erfolg gesehen wird oder ich sehe auch, dass wir was Erfolgreiches aufbauen. Und ich würde sagen, es liegt vor allem daran, dass man mutig ist, dass man sich Unterstützung sucht, dass man sich bewusst ist, dass man die Dinge nicht alle alleine machen kann, dass man keine Angst hat, was Neues anzugehen und dass man erkennt, dass andere Leute das, was sie tun, auch nicht immer schon gemacht haben. Also das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich weiss, dir juckt es schon wieder in den Finger, um weiter netzwerken und die Messe noch in vollen Zügen zu genießen. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast und ganz, ganz viel Spaß und Erfolg noch weiterhin an der Quantum Effects. Herzlichen Dank und danke für den Quantum-Kaffee. Ziemlich einfach, Quantum.